Ja, hallo, hallo, hallo. Ich muss kurz meine Katze vom Tisch schmeißen. Weg mit dir. So, wo war ich? Ach so, richtig. Wie ihr ja nun alle wisst, nehme ich meinen Voice extern auf mit einer Digicam, weil da die Qualität relativ gut ist, allerdings nur 10 Minuten am Stück. So. Irgendwann dachte sich allerdings die SD-Karte von der Digicam, ich bin jetzt voll und habe keinen Platz mehr für dich. Aber ich habe trotzdem weitergespielt, wie ihr seht. Ich habe viel gespielt und ich bin viel gestorben. Und sehr oft. Und immer wieder. Und ich dachte mir, nein, ich zeige euch nicht alles. Also ich zeige euch schon alles, allerdings nicht hintereinander, weil das wären dann wieder 3 Millionen Parts für den allerletzten Teil in der Dark World von Welt 6. The End, nachdem ich Dr. Fetus in besagter Dark World geschlagen habe. Nun rüttelt das Ganze so ein bisschen, die Erde bebt und unser Freund Meat Boy und Bandage Girl wollen fliehen. Und das klappt so semi. Gott, bin ich oft gestorben. Gott, bin ich oft gestorben. Eigentlich könnt ihr froh sein, dass mein Voice nicht mehr funktionierte, weil das war nur noch Rumgeschreie und Rumgefluche. Blut, Schweiß und Tränen und alles, was dazu gehört. Ja. Und, ja, das Resultat ist jetzt das, was ihr seht. Ja. Ich muss gestehen, das war schon irgendwie anstrengend. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. Es hat auch einfach überhaupt nicht funktioniert und letztlich ist es überhaupt nicht schwer. Also übertrieben gesagt. Ich weiß auch nicht, warum das so oft... Ich weiß nicht. Ey, Meat Boy. Einfach nur Meat Boy. Achso, damit habe ich das Ganze auch schon verraten. Ja, ich habe die Dark World geschafft. Endgültig. Nie wieder Dark World. Also, zumindest nicht in Welt 6. Wir wissen ja alle, was als nächstes kommt. Nein, ich spreche nicht von The Kid. Der geht mir nämlich voll auf den Keks. Ich habe es kürzlich wieder versucht. Ach so. Wir sind schon dabei. Das ist jetzt der Run, den ich dann wirklich geschafft habe. Ja, ich spoiler. Es war schon aufregend. Wenn ich das jetzt so im Nachhinein nochmal sehe. Schon Weltklasse. Habt ihr das gesehen, wie ich da durchgehüpft bin? Mega. Habt ihr gesehen, wie ich da runtergefallen bin? Mega. Doch 1A Spitzenleistung. Ich sollte vielleicht einfach nur zusammenschneiden, wie ich die Levels schaffe. Sieht dann so aus, als hätte ich es drauf. Das war mein Kater. Ich glaube, ich drehe ihm gleich einfach den Hals um. Ja, ich war sehr aufgeregt und habe den besten Zeitpunkt abgewartet. Und hey, es hat funktioniert. Oh, ich erinnere mich noch. Meine Finger haben geschwitzt, meine Hände haben gezittert. Aufregung und Angst. Ein kleiner Fehler konnte jederzeit den Tod bedeuten. Zu jedem verdammten Zeitpunkt. Man sieht, da ist das erste Mal eine Blutspur. Das heißt, ich war da vorher auch noch nie. Ich wollte es einfach schaffen. Ich wollte es schaffen. Ein kleiner Fehler. Und alles wäre umsonst gewesen. Ich hätte das Ganze nochmal machen müssen. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ja, okay, noch nicht. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und hier dürft ihr jetzt das richtige Ende begutachten. Welches, naja, niedlich ist. Schaut es euch an.
Oh, ah, wir sind schon bei Brownie. Nein, Brownie! Ja, ja. Ist halt nicht schön. Ich habe ihn lange gefragt, der sieht doch genauso aus wie das normale Ending. Wozu habe ich mir die verdammte Mühe gemacht? Hm. Oh nein! Dr. Fetus! Er lebt noch! Er lebt noch! Und hier würde das normale Ende enden. Ist das nicht süß? Ich finde das niedlich. Yeah. Will jemand eigentlich eine Katze haben? Ich verschenke sie. Nein, ich lege sogar noch Geld oben drauf. Blödes Gerät. So, ich muss schon sagen, Super Meat Boy ist auch beim zweiten Durchspielen in der Dark World immer noch. Ich weiß es nicht. Mir fehlen einfach die Worte. Also eigentlich könnt ihr das Ganze an dieser Stelle auch abbrechen, Leute, weil es kommt nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr, außer die Credits, das zweite Mal. Und, ja, ein bisschen Blabla von mir. Ja. Ich möchte auch eigentlich keine Zusammenfassung machen, Resümee von meinem bisherigen Let's Play-Zeug, weil... weil es ja noch weitergeht. Nicht wahr? Mhm, und zwar mit ihr. Mit Bandage Girl. Oh, es kommt ja doch noch was. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ja! Chapter Complete, das höre ich so gerne, aber viel zu selten. Als nächstes, nachdem wir jetzt Chapter 6 erledigt haben, geht es rüber in die Cotton Alley, wo wir eine Runde mit Bandage Girl spielen dürfen. Gott, wird das spannend. Kann ich das wirklich laufen lassen? Seit wann machen wir sowas? Total tolles Spiel. Ich mag das. Ja, die Cotton Alley. Und Dark World. Light World. Also zuerst die Light World, dann die Dark World und... da habe ich das Video dann plötzlich gestoppt, wie ich gerade sehe. Nach einer Stunde Spielzeit. Dann höre ich jetzt auch auf zu labern und wir sehen uns beim nächsten Super Meat Boy Teil wieder. Ich freue mich drauf, euch wieder dabei zu haben. Bis dahin, haltet das... Bis dahin, tschüss!